Willkommen zum siebten und allerletzten Teil des zweiten Kapitels. Ich habe festgestellt, dass der sechste Teil doch ein bisschen lang geraten ist und habe ihn deshalb nochmal in zwei Teile geschnitten. In diesem Teil geht es darum, immer noch um einfache Filter. Und diese Filter bauen auf dem Differenzierer und dem Integrierer, die wir im letzten Kapitel uns angeguckt haben. Allerdings wird die Mathematik, die jetzt dahinter steckt, ein kleines bisschen komplizierter. Also schnallen Sie sich an und lassen Sie uns loslegen. Das nächste, was wir uns anschauen, ist eigentlich nur eine Erweiterung von dem Differenzierer. Das ist ein sogenanntes Kammfilter. Das heißt, sieht genau aus wie ein Differenzierer, mit dem einzigen Unterschied, dass wir es nicht eine Verzögerung haben im transversalen Pfad, sondern n, und in diesem Fall 8. Ja, was passiert da? Wir können das zum einen so schreiben. Und wenn wir das so schreiben, dann sieht man auch die Systemfunktion leichter. Die können wir nämlich einfach schreiben als 1, das ist dieser Pfad, minus z hoch minus 8. Das heißt, dann sieht das Filter schon gar nicht mehr so kompliziert aus. Um den Frequenzgang zu berechnen, müssen wir wieder z nur an der Stelle e hoch j Omega auswerten. Dann kommen wir hier hin. Das heißt, der Frequenzgang, der komplexe Frequenzgang von diesem Kammfilter ist 1 minus e hoch minus j mal n Omega. Damit wären wir eigentlich schon fertig. Nur, dass man sich wieder in dieser Form als Mensch nicht gut vorstellen kann, wie eigentlich der Betragsgang aussieht. Also wenden wir wieder unseren Spiegelpolynom-Trick an. Das heißt, wir klammern hier die Hälfte aus. Das ist in diesem Fall e hoch minus j n mal Omega halbe. Also nicht die Hälfte natürlich, sondern den Term mit dem halben Exponenten. Und dann bleiben diese beiden zueinander symmetrischen Terme übrig. Da ist ein Minuszeichen dazwischen, also können wir das hier durch 2j Sinus und dann n halbe Omega ersetzen. Und hier draus kann man jetzt wieder deutlich leichter den Betragsgang sich angucken und überlegen, was da passiert. Zum einen sehe ich hier hinten diese Sinusfunktion. Und wenn ich jetzt Omega im Bereich zwischen 0 und 2 Pi betrachte, dann kann ich mir relativ leicht überlegen, dass diese Funktion, die Sinusfunktion, n Nullstellen in diesem Bereich hat. Und die 2 Pi gucke ich mir gerade noch nicht an, weil da wäre ich dann ja wieder einmal im Kreis gelaufen und wird auf der 0 liegen. So, und das sieht jetzt gar nicht so richtig sinusförmig aus. Das liegt aber an zwei Dingen. Zum einen gucken wir uns hier den Betragsgang an. Das heißt, auf die Art kommen diese Spitzen hier zustande. Und zum anderen logarithmiere ich das. Und der Logarithmus deformiert natürlich so eine Funktion schon ziemlich. Dass das sinusförmig aussieht, das gucken wir uns nachher in dem PiFDA nochmal an. Hier können wir uns schon mal überlegen, wie das Pol-Null-Stellendiagramm wohl aussehen mag. Pole. Ja, man muss das hier angucken. Dann können wir als Pole jetzt bei so einem transversalen Filter natürlich nur welche im Ursprung haben. Und da wir n Nullstellen, in diesem Fall 8 Nullstellen haben im Bereich von 0 bis 2 Pi, brauchen wir auch 8 Polstellen dazu, die alle im Ursprung sitzen. Und wo die Nullstellen sitzen, das kann man eigentlich schon sehen, ohne dass man das hier ausrechnet. Nämlich immer hier. Beziehungsweise, wenn ich mir das genauer angucke, dann ist klar, dass ich n Nullstellen bekomme, die gleichmäßig verteilt sind zwischen 0 und 2 Pi. Ich könnte jetzt auch das hier direkt auflösen, also das gleich 0 setzen und dann überlegen, wo meine Nullstellen denn eigentlich sind. Und dann könnten wir wieder diesen Rechentrick von dem Anfang dieses Abschnitts verwenden. Aber es ist hier gar nicht nötig. Stabilität? Klar, ist ja ein transversales Filter. Das muss stabil sein. Phasengang? Nicht ganz so einfach hier. Dazu müssen wir nämlich zum einen diese lineare Phase uns hier angucken und zum zweiten müssen wir aber auch auf die Sinusfunktion achten. Die wechselt nämlich ein paar Mal das Vorzeichen.
Da sie 8 Nullstellen hat, wechselt die genau 8 mal das Vorzeichen. Und jedes Mal an dieser Nullstelle kommt halt so ein Phasensprung um plus oder minus Pi dazu. Jetzt kann man sich fragen, wozu braucht man das denn eigentlich? Das ist ja jetzt eher ein bisschen seltsamer Frequenzgang. Aber man kann das zum Beispiel brauchen, wenn ich periodische Störungen habe, wenn ich periodische Spektrallinien unterdrücken will. Und das gibt es zum Beispiel in der Fernsehtechnik. Für uns wichtiger ist, dass das auch ein Teil des sogenannten Cascaded Integrator Comb Filters ist. Das gucken wir uns am Ende der Vorlesung an, wenn dann noch Zeit dafür bleibt. Ein sehr wichtiges Filter, eigentlich das wichtigste jetzt von diesem Abschnitt, ist das Moving Average Filter. Das wird wirklich oft benutzt. Vermutlich haben Sie das auch schon mal in irgendeiner Form benutzt, wenn es um das Mitteln von irgendwelchen Daten geht. Aufbau ist auch ganz einfach. Sie haben eine Kette von Verzögerungsgliedern und Sie summieren das Signal und die unterschiedlichen Verzögerungen alle auf und nennen das hier Ausgangssignal. Das heißt, was ich hier brauche, sind einfach nur n Register, n Verzögerungsglieder und genauso n Addierer. Der kritische Pfad, um das nochmal zu üben, kann man hier auch sich sehr leicht angucken. Und zwar ist das einfach 4 Addierer. N Addierer allgemein oder 4 Addierer. Und wir gucken uns das deshalb jetzt ein bisschen genauer an, obwohl die Mathematik auf den ersten Blick nicht so richtig schön ist, weil solche Strukturen immer und überall in der digitalen Signalverarbeitung plötzlich hinter der Ecke vorschauen. Das ist einfach eine ganz gängige Struktur. Das tritt nämlich auch nochmal auf, wenn man sich Rechteckpulse anguckt und auch bei der DFT, wenn man sich das Rechteckfenster anguckt. Die Struktur an sich als Hardware ist wichtig, weil hier sind keine Multiplizierer drin. Das heißt, das ist eine Filterstruktur, die kein Filter enthält und sich deshalb hardware-effizient implementieren lässt. Auf FPGAs, aber auch genauso auf einem Microcontroller. Gucken wir uns mal genauer an, wie sich das vom Mathematischen her verhält. Als erstes die Impulsantwort. Dazu gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück. Wenn Sie jetzt hier einen einzelnen Impuls einspeisen, dann springt er mit jedem Takt um 1 weiter und von hinten werden Nullen nachgeschoben. Das heißt, ganz am Anfang zum Zeitpunkt n gleich 0 gibt es eine 1 hier am Eingang, die wird durchgeschoben. Zum Zeitpunkt n gleich 1 wird die 1 hier quasi durch die 1 ersetzt und der Ausgang ist wieder 1 und so weiter. Das heißt, Sie haben bei der Ordnung 4 ist die Impulsantwort besteht aus 5 Einsen. 1 zum Zeitpunkt n gleich 0, dann wird es noch viermal verzögert. Das kann man, wenn man möchte, jetzt mathematisch auch ein bisschen komplizierter schreiben. Mit dieser Dirac-Stoß ist aber im Prinzip das Gleiche. Die Z-Transformierte davon bekommen wir auch ganz leicht. Hier draus oder indem wir uns einfach überlegen, was diese Verzögerungen bedeuten. Und wir hatten ja auch am Anfang von diesem Abschnitt gesagt, dass man diese endliche geometrische Reihe mit der entsprechenden Summenformel leicht überführen kann. Und um jetzt rauszukriegen, was wir für Pole und Nullstellen haben, ist es immer leichter mit der Form mit positiven Exponenten zu arbeiten. Das heißt, wir bringen das jetzt in die Form mit positiven Exponenten. Dazu erweitere ich mit z hoch 5, dann verschwindet hier der negative Exponent und hier weiter mit z hoch 1, da verschwindet der Exponent hier. Und was dann übrig bleibt, ist im Zähler, klar, z hoch 5 minus 1, im Nenner z minus 1 und noch diese extra z hoch 4. Das können wir uns jetzt relativ leicht anschauen. Die Nullstellen im Zähler hatten wir uns schon ganz am Anfang für diesen Abschnitt angeguckt. Z hoch 5 minus 1 gleich 0, werden wir 5 Nullstellen bekommen. Und mit diesem Rechentrick, den wir uns angeguckt hatten, kann man auch zeigen, dass diese 5 Nullstellen auf dem Einheitskreis verteilt sind, und zwar im Winkel von 2 Pi Fünftel. Der Nenner ist deutlich einfacher. Wir haben 4
Polstellen bei z gleich 0 und noch eine bei z gleich 1. Das ist so wie beim Integrator. Wenn wir uns unser Ursprungssystem nochmal angucken, der Filter hat ja die Ordnung 4. Das heißt, bei einem System der Ordnung 4 5 Nullstellen rauszubekommen, geht eigentlich nicht. Zum Glück hat die Mathematik da ein Einsehen und eine der Pol-Nullstellen verschwindet jeweils. Weil die Nullstellen sind, wie gesagt, verteilt auf den Einheitskreis und die starten bei z gleich 1 und drehen sich dann im Kreis. Bei z gleich 1 haben wir aber auch eine Polstelle und die kompensieren sich gegenseitig. Dann bleiben noch 4 wirksame Nullstellen übrig. Und natürlich unsere 4 Polstellen im Ursprung, die wir brauchen, damit die Kausalität erhalten bleibt. Das heißt, so sieht das Ganze aus. Was das jetzt hier genau bedeutet, kann man sich jetzt ein bisschen drüber streiten. Aber eigentlich müssen wir das nicht so ernst nehmen, diese Pol-Nullstellen, die sich hier kompensieren, weil das ist ja nur eine mathematische Umformung von unserer ursprünglichen Funktion. Das heißt, unser eigentliches Filter, da gibt es nicht wirklich eine Pol- und eine Nullstelle, sondern wir bekommen nur diese 4 übrig bleibenden Nullstellen hier. Wir werden uns später nochmal anschauen, dass man je nachdem, wie man dieses Filter implementiert, diese Pol-Nullstelle schon im Auge behalten muss. Beim sogenannten CIC-Filter tritt das nämlich sehr wohl auf, diese Kompensation. Bei der einfachen Hardwarestruktur, wie wir sie auf der vorigen Folie gesehen haben, gibt es diese Polstelle auf dem Einheitskreis nicht. Kann es auch gar nicht geben, weil es ist ja ein rein transversales Filter. Das heißt, das ist jetzt erstmal nur so ein Artefakt von unserer mathematischen Betrachtung. Wenn ich das in MATLAB oder Python, dieses Filter, eingeben will, dann muss ich nur für meine Koeffizienten im Zähler lauter Einsen eingeben und dann kann ich gucken, was passiert. Ich könnte mir jetzt auch überlegen, dieses Moving Average Filter als Kettenschaltung zu implementieren aus einem Kammfilter. Kammfilter mit der Ordnung 5 macht mir 5 Nullstellen auf dem Einheitskreis und im Integrator. Der Integrator macht mir genau die Polstelle auf dem Einheitskreis bei z gleich 1. Das heißt, ich könnte mir überlegen, dass ich dieses Filter ja vielleicht auch so konstruieren kann. Und dann hätte ich tatsächlich nicht nur ein mathematisches Artefakt, sondern dann hätte ich wirklich einen Integrator, der dann gefolgt wird von der entsprechenden Nullstelle. Das heißt, das würde sich vielleicht aufheben. Das ist erstmal ein bisschen seltsam, weil man weiß in der Mathematik, dass man da vorsichtig sein muss. Unendlich mal 0 ist nicht unbedingt irgendwas Endliches und das muss man sich dann mathematisch ein bisschen genauer angucken. Wenn es funktionieren würde, hätten wir die gleiche Übertragungsfunktion wie unser ursprüngliches Moving Average Filter. Wir bräuchten jetzt aber nur noch 2 Addierer und nicht 4. Wenn Sie jetzt Moving Average Filter der Länge 128 zum Beispiel bauen, dann ist das schon ein ganz klarer Vorteil von dieser Struktur gegenüber dieser Struktur hier. Speziell auch der kritische Pfad ist natürlich hier bei dieser Variante dann deutlich kürzer. Fraglich ist halt nur, kann man das wirklich so implementieren? Und wenn ja, in welcher Reihenfolge machen wir es denn? Nehmen wir erst den Integrator und dann das Kammfilter? Oder erst das Kammfilter und dann den Integrator? Oder es ist egal. Es müsste ja eigentlich kommutativ sein, solange das lineare, zeitinvariante Systeme sind. Schwierig, schwierig. Da gehen wir jetzt im Detail nicht so sehr drauf ein. Zum Ende im Kapitel 9, wenn wir da noch dazu kommen, gucken wir uns das nochmal genauer an. Wer jetzt schon einen kleinen Hinweis haben will, was da passiert, kann ich sagen, ja, man kann das machen. Wenn man zuerst einen Integrator nimmt, da wissen wir, wenn jetzt das Gleichsignal, wenn wir ein Gleichsignal anlegen, dann steigt das an und steigt an und steigt an. Und wenn wir dahinter einen Kammfilter nehmen, dann unterdrückt der Kammfilter diese Rampe
Das ist ja wie so eine Art Differenzierer wieder und es kommt nur ein konstanter Wert hinten dabei raus. Das funktioniert theoretisch eine Zeit lang, solange bis der Integrator hier dann überläuft. Und das Faszinierende dabei ist, dass man, wenn man es richtig macht, dass das Ganze trotzdem funktioniert. Aber das führt jetzt wirklich zu weit, das gucken wir uns später an. Gut, sollen wir uns noch den Frequenzgang des Moving Average Filters angucken. Die Systemfunktion können wir so schreiben, also als Summe von Potenzen, und können das mit Hilfe der endlichen geometrischen Reihe auch umformen in diese kompaktere Darstellung. Wollen wir jetzt nur den Betragsgang bei einzelnen Frequenzen wissen, bei unseren speziellen Frequenzen f gleich 0, fs Viertel und fs Halbe, dann können wir den dazu passenden Wert von z einsetzen und bekommen dann ganz einfach unsere Werte hier raus. Aber das klappt halt nur bei speziellen Eckfrequenzen. Wollen wir allgemein wissen, wie der Frequenzgang aussieht, müssen wir wieder z durch i hoch j Omega ersetzen und kommen dann, indem wir das 1 zu 1 hier einsetzen, zu dieser Form. Jetzt probieren wir wieder den Spiegelpolynom-Trick und stellen fest, okay, die haben alle den gleichen Koeffizienten, nämlich plus 1. Und wir bekommen hier sicherlich irgendeine Art von Symmetrie auch raus, indem wir diesen einen mittleren Koeffizienten, i hoch minus j2 Omega, ausklammern. Und dann bleibt so eine Form hier übrig. Und wir können die beiden zusammenfassen zu 2 Cosinus Omega. Und die beiden können wir zusammenfassen zu 2 Cosinus 2 Omega. Und die 1 bleibt noch stehen. Jetzt sehen wir hier, wenn Omega gleich 0 ist, kommt tatsächlich 5 heraus. Das heißt, wir haben das Ganze jetzt aufgesplittet in einen Term, der uns Amplitude und ein ab und zu wechselndes Vorzeichen gibt und einen Term, der uns die Phase ergibt. Das mit der Phase gucken wir uns im vierten Kapitel nochmal genauer an. So, und das ist zwar jetzt eine praktische Form, um einzelne Werte von h von f zu berechnen aus der Summe von Kosinusfunktionen. Das ist jetzt sozusagen recht leicht menschenlesbar. Aber gerade wenn man jetzt längere Moving Average Filter hat oder ein paar jetzt allgemeinere Analysen vornehmen will, ist die Form nur mäßig praktisch. Da ist es praktischer, wenn wir von dieser kompakteren Form ausgehen, die wir aus der endlichen geometrischen Reihe bekommen. Und wir können ja jetzt auch hier z gleich i hoch j Omega setzen. Dann bekommen wir diese Form. Z hoch minus 5 wird zu e hoch minus j5 Omega und so weiter. Und auch hier, auch wenn das nicht ganz so direkt ersichtlich ist, können wir auch wieder den Spiegelpolynom-Trick anwenden, indem wir wieder so einen mittleren Faktor ausklammern. Das ist in dem Fall e hoch minus j5 Omega halbe. Und im Nenner machen wir genau das Gleiche. Dann können wir diese beiden Terme zusammenfassen zu j2 Sinus 5 Omega halbe. Und den unteren zu 2j Sinus Omega halbe. Und das 2j kürzt sich dann raus, sodass das Ganze noch übersichtlicher bleibt. Hier können wir auch kürzen. Das heißt, es bleibt dann übrig e hoch minus j4 Omega halbe. Und das ist natürlich gleich e hoch minus 2j Omega. Und das hier ist, weil halt diese Rechteckfunktion, diese Art von Termen, weil diese oft vorkommen in der digitalen Signalverarbeitung, hat man dafür eine eigene Funktion definiert, nämlich den sogenannten Dirichlet-Kern, und zwar den DI5, weil wir hier halt 5 Terme aufsummiert haben. Und aus Gründen, die ich Ihnen jetzt auch nicht erklären kann, ist das hier halt definiert als DI5 von Omega. So, die nächste Folie wird nicht schöner als diese hier. Aber wir müssen uns die Mathematik noch ein bisschen genauer angucken. Und zwar, wenn wir uns generell Moving Average Filter der Ordnung n angucken wollen, dann haben wir klar eine Summe von Dirac-Stößen, und zwar n plus 1 Stück insgesamt. Das können wir transformieren in die z-Ebene. Jeder Dirac-Stoß gibt so ein z hoch minus m-Term. Das können wir wieder mit Hilfe der endlichen geometrischen Reihe zusammenfassen. Das heißt genau das Gleiche, was wir auf der vorigen Folie gemacht haben. Nur wir nehmen jetzt halt den Faktor n und nicht irgendein die 5, wie wir es gerade gehabt haben. Auch die ganzen Zusammenfassungen sehen genauso aus wie vorher.
Nur, dass wir halt jetzt das Ganze allgemein rechnen für den Fall n. Und es kommt auch nachher genau so etwas raus wie das, was wir eben gerade gehabt haben. Das besteht aus einer Phase. Okay, jetzt steht das lineare Phase. Wie gesagt, das gucken wir uns im vierten Kapitel noch an. Dann so ein Amplitudenterm. Das n plus 1 mal unserem Dirichlet-Kern. Wo kommt das n plus 1 jetzt plötzlich her? Das kommt zur Definition, nämlich dass Sinus 5 Omega halbe dividiert durch 5 Sinus Omega halbe als Dirichlet-Kern definiert ist. Und dann müssen wir halt diesen Faktor 5 noch davor schreiben, damit wir keinen Fehler machen. Das ist das Gleiche, passiert hier jetzt auch. Hier taucht dieser Faktor n plus 1 auf. Hier steht nochmal die Definition von diesem Dirichlet-Kern. Und was vielleicht noch ganz interessant ist, die Definition ist jetzt so gewählt worden, dass die möglichst ähnlich zur SI-Funktion ist. Für die SI-Funktion müssten wir jetzt ja schreiben, Sinus von k mal x halbe dividiert durch k mal x halbe. Und solange das Argument von der Funktion hier sehr viel kleiner als 1 ist, kann man die beiden aneinander annähern. Und genau wie bei der SI-Funktion ist auch bei dem Dirichlet-Kernel die Stelle x gleich 0 erstmal nicht definiert. Oder man kann sie zumindest nicht leicht ausrechnen. Wir können das über die Regel von L'Hôpital bestimmen, indem wir halt Zähler und Nenner differenzieren. Und wenn wir das machen, dann haben wir zwei Kosinusfunktionen, die bei Omega gleich 0 gut definiert sind und stellen dann fest, dass dieser Dirichlet-Kernel bei x gleich 0, genau wie die SI-Funktion, den Wert 1 annimmt. Muss ein bisschen gucken. Es gibt verschiedene Definitionen für diesen Dirichlet-Kern, die sich unterscheiden dadurch, ob jetzt hier der Faktor k drin steckt oder nicht und was hier jetzt genau in den Klammern drin steckt. Ich verwende hier das, was in MATLAB und auch in Python verwendet wird, die Dirich von x, k-Funktion. Und k ist dann hier die Länge. So, das ist viel Mathematik, deshalb gehen wir jetzt auch schnell drüber hinweg, weil so wichtig ist das nicht. Was Sie sich merken sollten, das sehen wir gleich in der grafischen Darstellung. Wir bleiben wieder bei unserem Beispiel mit dem Moving Average Filter mit 4 Delays und dementsprechend 5 Koeffizienten. Und wir haben schon gesehen, dass im Zeitbereich wir einen Rechteckpuls der Länge n plus 1 gleich 5 bekommen und dass h von z 4 Nullstellen im Bereich zwischen 0 und fs hat, beziehungsweise zwischen 0 und 1 oder zwischen Omega, zwischen 0 und 2 Pi. Die sind nicht gleich verteilt, sondern diese Stelle f gleich 0, da war es ja, wo die Nullstelle und die Polstelle sich aufgehoben haben, da ist keine. Und daher sieht das Ganze auch aus, ja, so ein bisschen wie eine SI-Funktion. Und ich habe hier einfach mal übereinander gemalt, den Dirichlet-Kernel und die SI-Funktion, das ist das blau gestrichelte. Und die SI-Funktion ist nicht periodisch. Das ist ja Sinus von x geteilt durch x. Das heißt, je größer x wird, desto kleiner wird die. Der Dirichlet-Kernel dagegen ist periodisch. Da steht im Zähler und im Nenner eine Sinusfunktion drin. Und deshalb ist das auch geeignet, um jetzt Spektren darzustellen in der zeitdiskreten Signalverarbeitung. Weil bei zeitdiskreten Systemen müssen wir periodische Spektren haben und dementsprechend hat die SI-Funktion hier nichts zu suchen. Die können wir nicht gebrauchen bei zeitdiskreten Systemen. Da übernimmt der Dirichlet-Kernel die Aufgabe der SI-Funktion. Das kann man jetzt auch logarithmisch darstellen. Dann sieht das Ganze so aus. Und ich habe es hier, damit man sieht, dass es wirklich periodisch ist, den Bereich von 0 bis fs, beziehungsweise normierte Frequenz zwischen 0 und 1 gewählt. So, was müssen wir wissen? Wir müssen wissen, dass ein Moving Average Filter der Ordnung 4 4 Nullstellen hat und dass das Ganze annähernd mit so einer SI-Funktion
Verlauf abfällt. Viel mehr muss man da eigentlich im praktischen Einsatz nicht wissen. Als kleine praktische Übung zum Ende von diesem Abschnitt können Sie ja mal probieren, so einen Kammfilter und Moving Average Filter in das PI-FDA-Tool einzugeben und sich dann die ganzen Dinge anzuschauen, die wir uns jetzt gerade hier auf den Folien auch angeguckt haben. Damit sind wir jetzt am Ende dieses Abschnitts angekommen und auch am Ende von diesem zweiten Kapitel. Das war relativ umfangreich, weil das halt gleichzeitig auch eine Wiederholung ist von den Kenntnissen, die Sie eigentlich schon für diesen Kurs mitbringen sollten. Die nächsten Kapitel werden dann deutlich kürzer werden. Danke wie immer fürs Aufpassen und Mitmachen. Gönnen Sie sich nach diesem langen Kapitel erstmal eine kleine Erholung. Bis demnächst.